Hallo zusammen bei einer weiteren Folge von La Vitrine. Heute habe ich wieder einmal mehr ein Unboxing für euch. Aber vorher schnell danke für die zusätzlichen Abonnenten, die ihr geholt habt. Es sind nicht mehr viel bis 500. Ich schaue jetzt gerade schnell. Der momentane Stand ist bei 493. Also jetzt, wenn ich das Video mache, das heisst noch 7 Leute. Also, holt noch schnell jemanden dazu, dass wir die 500 fix haben. Und dann gibt es ein Special-Video. Ich habe mir langsam auch schon überlegt, was es gibt. Heute ist ein richtig geiles Video. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt straight up mit dem Unboxing an. So, das Unboxing, das wir heute machen, wird etwas Spezielles. Weil diesen Schuh gibt es nur ein einziges Mal auf diesem Planet. Das ist, weil ein guter Typ mir den zugeschickt hat und er hat den selber gemacht. Also er hat den Schuh geplant, er hat Skizzen gemacht, er hat den designt, er hat den nachher von alleine gecraftet, also Sohle mit Upper. Er hat wirklich alles selber gemacht und hat mich dann gefragt, ob ich den Schuh möchte unboxen. Natürlich sage ich nicht nein. Er ist auch nochmal unten verlinkt, das ist der Janis Regame. Also wenn ihr euch interessiert für die Person, die das gemacht hat, dann könnt ihr das auch mal abchecken, was er sonst noch macht. Würde ich sagen, wie immer, ich rede nicht mehr länger um den Brei und fange mal an. Er hat mir das auch in so einen schönen weißen Sack gebracht, also es sieht richtig nice aus. So, also der Sack ist wirklich blank, weiss, es ist nichts drauf. Und dann haben wir hier die gute Box, die verpackt ist. Also es ist schon mal eine riesige Box. Da hat es noch so chinesische Zeichen drauf. Was das genau bedeutet, weiss ich nicht. Aber Janis, wenn du das Video schaust, schreib es doch in die Comments rein. Ah, da hat es noch kyrillische Schrift drauf. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Oben drauf haben wir einen Barcode, also so einen QR-Code. Da drauf steht Open This Shit, das werden wir gerade machen. Jetzt probieren wir schnell den QR-Code aus. Also, wenn man den QR-Code aufruft, steht da drin Janis Regame. These shoes were designed and manufactured by Janis Regame. They were produced only once. The shoe were inspired by the Vietnam War. One of one. Also ein richtiges geiles Feature, dass er den QR-Code mit dem Text versehen hat. Krass. Open wir den Shit, so wie er das geschrieben hat. Wieder mal unser Unboxing-Knife. So. Da ist die richtige Schuhschachtel drin. Ja, seht ihr, steht Regame drauf. B112. Mit den Luftküssis drin. Dann haben wir hier die richtige Box, die mit einem Size-Tag ist. Janis Regame, BB112, Black Black US 10 UK 9,44 €. Made in Switzerland bei Janis Regame. Hier nochmal Regame mit der chinesischen oder einfach asiatischen Schrift. US 10 UK 9. Hier nochmal die kyrillische Schrift und nochmal Regame. Wie auch der QR-Code nochmal. Gut, die ist auch zugemacht mit Klebeband. Die muss ich dann einfach aufschneiden. Da schönes weißes Papier, wie sich das gehört über den guten Schuh. Ich mache den Schuh gleich mal raus. Das ist der Boot. Ich finde, das ist im Fall richtig gelungen. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, einen Schuh von A bis Z selber zu machen. Aber wie gesagt, der ist inspiriert worden vom Vietnamkrieg. Es hat ein bisschen einen Army-Look mit den Schnallen hier oben durch. Wie auch, dass man etwas ganz oben binden kann. Also finde ich richtig speziell und vor allem, eben, er sieht actually noch gut aus, der Schuh. Also, der kannst du richtig fashion zu ein paar verrissenen Jeans. Oben durch ein Longsleeve-Shirt, das dreimal zu lang ist von Vetements. Und bist all in, Mann. Ein richtig nices Wildleder braucht, man schmeckt es. Also es ist qualitativ hochwertiges Wildleder. Er hat hier noch Schnallen gemacht, vorne. Es erinnert mich ein bisschen an Air Force Special Field oder aber auch ein bisschen an Yeezy 57er ohne Strap. Was ich eigentlich noch geil finde. Apropos Strap, das, was ihr hier seht, wo man so mit einem Clip aufmachen kann, könnt ihr auch als Strap öffnen. Also richtig geile Features eingebaut, ja. Ich muss sagen, Janis, der Schuh ist dir gelungen. Also richtig nice Arbeit, ich finde es auch cool, dass du das einfach gemacht hast. Das ist etwas Spezielles, das habe ich jetzt selber auch noch nie gemacht, komplett einen eigenen Schuh gemacht. Du kannst wirklich stolz sein auf die Arbeit. Es hat sicher noch da vorne durch, das ist ein bisschen weich da, das ist jetzt das, was mich jetzt persönlich stören würde. Aber ich glaube, wenn du es anhast, dann ist es halb so schlimm. Ich habe gesehen, du hast das da mit ein bisschen Papier ausgestopft. Weißt du was, ich schenke dir einen Schuhspanner für in diesen Schuh rein. Die Schuhspanner, die ich dir dazu schenke. Ich würde sagen, wir verpacken den Schuh wieder.
Danke, Janis, für das. Es war richtig cool, gewesen, so etwas zu unboxen. Cool, gewesen, euch das zu zeigen. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder mal einen würdest machen. Also, eine riesen Ehre eigentlich für mich, dass ich den Schuh hier habe, als erstes unboxen bei mir, bei La Vitrine. Das heisst, wenn du mit deinen Regamay-Schuhen da irgendwann mal deine fette Firma hast, bin ich der Erste, der einen Schuh von dir unboxen darf. Dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich auf die letzten Comments vom letzten Video noch nicht so reagiert habe. Das ist, weil ich das auch im nächsten Video machen will. Also jetzt. Michael Studer schreibt, könntest du im 500 Abonnenten-Special-Video noch Comments vorlesen? Mache ich jetzt schon. Vielleicht kommt es im 500 Abonnenten-Special auch noch. Ich weiss noch nicht. Das sehen wir dann noch. Der Sapir Jester, a.k.a. Steven, a.k.a. Saliman, schreibt, fetten Stil hast du gemacht, schade, dass ich nicht mitkommen und die hure Schuhe, voll für nichts. Aber das Video ist wie immer fire. Die Schuhe, Mann. Raphael, ich hoffe, du hast noch nicht bereut, die 90 Bucks für die Schuhe auszugeben. Das war eigentlich schon ein geiler Kopf. Steven, ich hoffe das nächste Mal, dass du mitkommst. Wieder Michael Studer, übrigens Glatze steht er voll. Ja gut, Glatze ist das ja nicht, oder? Aber danke. Ich habe jetzt gerade gesehen beim Comment vom Sapir Jester, dass mit den huren Schaufeln voll für nichts hat es ja noch Dinge, Konversation. Vom Raphael, das ist der die Schaufel gekauft hat, hat Sapir Jester, haha, die Schaufel ist lit as fuck. Und dann hat Sapir Jester wieder, Raphael, für was brauchst du das? 90 Franken aus dem Fenster gerührt. Wäre es eine normale rote Schaufel, die nicht draufsteht, hätte sie genau nicht gekauft. Hashtag don't believe the hype. Der Steven ist euch alle auf den richtigen Weg am bringen. Mit den paar Comments, die wir vorgelesen haben, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wenn ihr das Video schaut, dass wir dann die 500 Abonnenten schon haben. Also bis dann. Peace.